Unser Sieg ist nah, sagt sie, die Frau, die den Friedensnobelpreis 2023 bekommt. Narges Mohammadi sendet diese Botschaft an ihre Mitstreitenden aus einem Gefängnis im Iran. Sie weiß, dass ein Wunder passieren müsste, damit sie den Preis persönlich in Oslo entgegennehmen könnte. Misshandlung, Folter und die Trennung von ihrer Familie halten die herzkranke Aktivistin aber nicht davon ab, weiterzumachen. Seit 1998 wird sie immer wieder inhaftiert im Iran. Das Nobelpreiskomitee zeichnet sie jetzt für ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen im Iran und ihren Kampf für Menschenrechte und Freiheit für alle aus. Im Fernsehen verfolgt Tahrir Rahmani, wie seiner Frau der diesjährige Friedensnobelpreis zuerkannt wird. Seit 11 Jahren hat er sie nicht mehr gesehen. Der regimekritische Journalist lebt inzwischen in Paris. Seine Frau aber sei überzeugt gewesen, dass sie im Iran nützlicher sein könne. Dort ist sie inhaftiert. Dieser Friedensnobelpreis wird Narges Motivation, für die Menschenrechte zu kämpfen, eine Tür öffnen. Er wird sie furchtlos machen. Aber am wichtigsten ist, dass dieser Preis auch der Bewegung von Mahsa Amini, Frau, Leben, Freiheit, verliehen wird. Narges ist eines der Gesichter dieser Bewegung. Auch Mohammedis Sohn ist voller Stolz auf seine Mutter. Um 11 Uhr blieb mein Herz stehen, als ich auf mein Handy schaute und wusste, dass sie gewonnen hatte. Ich war im Unterricht und konnte nicht einfach losschreien. Ich war so glücklich. Aber tief im Inneren hätte ich vor Freude platzen können. Ende 2022, während der landesweiten Aufstände gegen Irans Machtapparat, gelang es Mohammadi, aus der Haft einen Bericht zu schmuggeln, der Folterungen an Dutzenden Frauen im Hochsicherheitsgefängnis Teherans belegte. Rund 3 Jahrzehnte dauert ihr Kampf nun schon, den sie teuer bezahlt. Mit der Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises möchte das norwegische Nobelkomitee Frau Mohammadis mutigen Kampf für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie im Iran würdigen. Zu ihrem 50. Geburtstag vor 1,5 Jahren strahlt Mohammadi ungebrochen Zuversicht aus. Eine Menschenrechtsorganisation veröffentlicht ihr Video. Kurz danach, so weiß die Aktivistin schon, muss sie wieder ins Gefängnis zurück. Wieder droht ihr Isolationshaft. Die unmenschliche und barbarische Behandlung von Frauen im Iran müsse ein Ende haben, so Mohammadi und weiter. Bis dahin werden wir nicht aufgeben. Eines Tages werden wir mit Freude und Wonne gemeinsam Siegeslieder singen. Eine Lichtgestalt, nicht nur für die Unterdrückten im Iran, wie die Vereinten Nationen betonen. Wir würden wirklich sagen, dass dies etwas ist, das den Mut und die Entschlossenheit der Frauen im Iran hervorhebt und welch eine Inspiration sie für die Welt sind. Der Protest der Frauen beweise die Kraft und Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung, so der Ehemann der Friedensnobelpreisträgerin. Vor allem aber sei der Protest ein Zeichen für die Schwäche der Unterdrücker. Und über den Friedensnobelpreis möchte ich sprechen mit der Journalistin Gilda Sahebi. Sie verfolgen die Protestbewegung schon lange, beobachten, was im Iran passiert. Ich grüße Sie. Guten Abend. Aufmerksamkeit, also weltweite, für eine extrem mutige Frau als wichtige Stimme einer mutigen Bewegung. Was zeichnet Narges Mohammadi aus? Sie zeichnet, glaube ich, aus, dass sie Werte hat und Ideale, die sie über alles stellt. Über ihr eigenes Leben, über ihre eigene Unversehrtheit, über ihr eigenes Glück. Und das macht sie schon seit langer, langer Zeit, seit vielen Jahren. Und selbst wenn sie mal zwischendurch aus dem Gefängnis draußen war, hat sie trotzdem weitergemacht. Sie hat eine Doku gedreht, wo sie mit vielen Menschen gesprochen hat, die Folter erlebt haben, weil sie das darstellen will, weil sie zeigen möchte der Welt, was passiert in diesem Land. Weltweit passieren diese Dinge, Folter, Unmenschlichkeit, Verbrechen. Und sie ist eine Stimme, die auch nicht aufhört, diese Verbrechen bloßzulegen. Wie ist denn die Lage der Protestbewegung im Iran aktuell? Erst am Sonntag soll ja eine 16-jährige Schülerin offenbar Opfer der iranischen Sittenpolizei geworden sein. Sie liegt jetzt im Koma. Ja, das ist das, was so absurd ist in dieser ganzen Situation, dass Narges Mohammadi, die diesen Nobelpreis erhält, im Gefängnis ist, in einem Land, in dem ein 16-jähriges Mädchen ins Koma geschlagen wird, weil sie kein Kopftuch trägt. Eine Freundin aus dem Iran hat mir geschrieben, sie hat das Gefühl, sie sind alle im Iran in einem Buch von Kafka, weil sie gar nicht mehr verstehen können, was passiert in diesem Land. Und das
Aufmerksamkeit auf das Thema kommt, gerade in einer Zeit, wo wieder eine junge Frau ihr Leben verlieren könnte aufgrund der Unterdrückung der Frauen, das ist wichtig. Und das ist auch das, was der Ehemann von Nargis Mohammadi auch gesagt hat. Er meinte, dass er hofft, dass die Frauen durch diesen Preis im Iran auch besser geschützt sind, dass auch die Aktivistinnen besser geschützt sind durch diesen Preis. Aber glauben Sie das? Denn die staatlichen iranischen Medien kritisieren ja, der Preis politisiere Menschenrechtsfragen, sei politisch motiviert. Die Preisträgerin selbst wiederum hofft, dass die Iraner jetzt noch stärker und organisierter für Veränderungen kämpfen. Wie schätzen Sie es ein? Wie viel kann dieser Friedensnobelpreis tatsächlich bewegen? Also ich hoffe, dass dieser Preis politisch motiviert ist. Also genau das soll er ja sein. Er soll genau dieses politische Engagement, das Menschenrechtsengagement von Nargis Mohammadi und ich glaube auch gleichzeitig von vielen Menschen im Iran und besonders auch von vielen Frauen im Iran auszeichnen. Und natürlich ärgert sich das iranische Regime. Ich saß heute, als die Nachricht kam am Frühstück und habe gesagt, die ärgern sich gerade grün und blau, weil sie nicht möchten, dass noch mehr Licht auf ihre Verbrechen gelegt werden und das gelegt wird. Und genau das passiert mit diesem Preis. Das heißt nicht, dass jetzt die Proteste wieder groß werden oder dass dieses Regime in einem Monat stürzt. Aber solche Dinge sind wichtig. Es ist wichtig, dass man hinschaut, weil dieses Regime seine Verbrechen am meisten in der Dunkelheit ausübt. Es will überhaupt nicht, dass irgendjemand mitbekommt, was es in diesem Staat macht. Und durch diesen Friedensnobelpreis und durch diese Auszeichnung für eine Frau, die genau diese Verbrechen detailliert bloßgelegt hat, aufgedeckt hat, das ist auf jeden Fall ein Schlag für das iranische Regime. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie diese Einschätzung mit uns geteilt haben, Gilda Saibi. Dankeschön.